Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr vielleicht in meinem letzten Follow Me Around gesehen habt, wenn nicht, werde ich euch das unten in die Infobox setzen. War ich für Jonas noch einkaufen und wollte das natürlich separat abdrehen. Ich habe es schon separat abgedreht für euch, aber Mutti hat es gelöscht. So. Und jetzt war natürlich alles schön im Kleiderschrank und jetzt kann ich das natürlich nochmal für euch drehen. Die Preisschilder sind jetzt ab und ich hoffe, ich kriege das jetzt so noch hin, euch ungefähr die Preise zu nennen und wo ich das her habe. So, schön, ne? Nun gut, fangen wir einfach mal an. Ich würde sagen, wir starten, ich war bei Family und bei NKD. Wir starten jetzt einfach mal mit den Sachen von Family. Da werde ich euch jetzt einfach mal die Sachen zeigen. Und zwar gab es drei Hosen, die ich gekauft habe. Und es ist alles so die Größe 104, 98, 104. Dann haben wir zu einem diese Hose hier, in einem dunkelblau, wo oben und unten so Gummi, so ein Gummizug ist, was ich ganz toll finde. Und die hat 14 Euro gekostet. Der setzt gerade meine Sonnenbrille aus. Sieht echt lustig aus. Dann haben wir nochmal so eine ähnliche, nur in einem helleren. In einem helleren Blauton. Auch natürlich mit diesem Gummizug, was ich ganz toll finde. Vor allem auch unten hier an den Beinen. Die hat auch entweder 11 Euro gekostet oder 14 Euro. Also die Hosen entweder 11 oder 14 Euro. Und einmal eine ganz normale Jeans. Oben hier mit dem. Und hier ist so ein Fußballer drauf, wenn ihr das sehen könnt. Und ja, also einfach eine ganz normale Jeans, auch in Größe 104 und ja, 11 oder 14 Euro. Jetzt könnt ihr dann sehen. Cool! Gut. Was haben wir noch? Dann habe ich gekauft einen Pullover. Und zwar diesen hier. Den fand ich total klasse. Der ist noch ein bisschen dicker, also nicht so ein ganz dünnes Sweatshirt. Mit einem Piraten drauf, also mit einem Piraten drauf, mit einem Totenkopf drauf. Steht Pirat drauf, so. Und yeah. Ja, den fand ich total toll. Yeah. Der hat gekostet, ich meine, 10 Euro. Yeah. 9 Euro. 9 Euro, glaube ich. Dann habe ich eine Weste gekauft und zwar sieht die so aus. Die ist halt orange. Die kommt nicht so knallig in der Kamera rüber, wie sie eigentlich ist. Mit Kapuze und mit grauem Innenfutter. Das ist auch Größe 104 und die ist hinten etwas länger wie vorne, was ich total toll finde, dass die Kinder halt immer einen warmen Rücken haben. Und die hat eigentlich 14 Euro gekostet, das weiß ich, ist aber runtergesetzt auf 9 Euro. Deswegen habe ich die auf jeden Fall mitgenommen. Ich fand die total toll. Ich finde, Kinder sehen so süß aus in Westen. Und ein Sweatshirt habe ich noch mitgenommen und das schaut so aus. Das ist auch Größe 104 und das hat, meine ich, 4 oder 5 Euro gekostet. So, dann bei NKD habe ich auch eine Weste gekostet. Das ist jetzt auch Größe 104, meine ich. 98, 104. Die ist etwas dünner, die ist also hier kein Innenfutter, in einem Blauton. Und die hat 7,99 Euro gekostet. Dann habe ich noch eine Strickjacke. Mama, setz sie noch nicht auf, gleich. Du kannst sie noch mal aufsetzen. So. Die hat auch 7,99 Euro gekostet, meine ich. Hier ist so ein kleines Monster drauf. Passend natürlich zu meinem kleinen Monster, deswegen habe ich die mitgenommen. Passend dazu habe ich mir ein T-Shirt mitgenommen. Ich fand das so süß. Das habe ich natürlich jetzt gerade nicht da. Kleinen Moment. So, jetzt. Und zwar so ein knallgelbes T-Shirt. Lass hier liegen jetzt, ne? Auch Größe 98, 109 mit einem kleinen Monster drauf und ich fand die Kombi irgendwie total cool und ja, deswegen habe ich das mitgenommen und habe ich gesagt, ich glaube 3,99 Euro, habe ich das gesagt? Ich glaube ja, ne? Dann
auch für 3,99 € ein etwas dickerer Pullover, der ist so gestreift. Den fand ich auch toll, so für jetzt noch, wenn es nicht warm, nicht kalt ist, so ein Zwischending irgendwie. Total toll. Auch 3,99 €. Und dann habe ich noch ein paar Sweatshirts mitgenommen. Für den Frühling mal andere Farben, ein bisschen was Buntes. Da habe ich einmal was Weißes mitgenommen. Da ist jetzt einmal ein Fuchs, ein Bär und ein Wolf drauf. Das fand ich total süß. Ich finde, Kinder sehen total süß. Also so die Kleinen, die sehen so süß aus in so Sachen wie in weißen Sachen. Finde ich total klasse. Dann habe ich hier ein Pullover. Achso, das hat, glaube ich, die haben alle so 4 Euro gekostet. Einmal ein blau-weiß-orange liniertes, gestreiftes Oberteil. Das fand ich auch sehr schön. Gleich, ne? Gleich. Mama macht erst fertig das Video, ja? Macht erst das Video fertig. Dann ein gelbes Sweatshirt mit dem süßen Affen drauf. Das fand ich total witzig. Und was haben wir noch? Dann habe ich noch... Dieses hier hat nur 2,99 € gekostet. Auch ein weißes mit einem Löwen drauf. Das fand ich auch total süß. Beim Löwen. Löwe. Das fand ich, wie gesagt, auch total toll. Und dann habe ich zwei typische Jungssachen. Einmal ein blaues mit einem Feuerwehrauto. Guck mal, das ist Tatütata. Tatütata. Und zu guter Letzt haben wir dann einen roten Pullover mit einem Trecker. Ja, ein Trecker. Warte, einmal noch in die Kamera halten. So schaut's aus. Ja, Trecker. Also von den Schwarzen getroffen. Ja, so, das war der Einkauf. Es tut mir leid, es ist natürlich jetzt alles ein bisschen anders gelaufen, wie ich es eigentlich schon abgedreht hatte. Gleich, muss erst aufstehen. Aber so ist es nun mal. Es tut mir leid. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!